Willy Brandt hat den Friedensnobelpreis bekommen für eine wertegeleitete Realpolitik mit der Aussöhnung mit dem Osten, mit der damaligen Sowjetunion, mit den anderen Ländern Osteuropas. Und er hat diesen Friedensnobelpreis bekommen, weil er das gemacht hat auf der Grundlage einer starken Verankerung in der NATO, im westlichen Bündnis und in der Europäischen Union. Die Bundeswehr hatte damals 500.000 Soldatinnen und Soldaten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, keine falschen Grundzeugen suchen. Ich merke, der Kollege. Wollen Sie was fragen? Frau Präsidentin. Es tut mir leid, ich muss hier erstmal geschäftsleitend eingreifen. Sind Sie bereit, eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Korte zuzulassen? Danke, Herr Kollege, dass wir das so bilateral klären konnten. Ja, ja. Aber wir warten natürlich auf die Präsidentin. Ich möchte Sie fragen, weil Sie einen kurzen Exkurs zu Willy Brandt gemacht haben. Da wäre jetzt schon meine Frage, wenn wir in die Historie zurückgucken, insbesondere die Auseinandersetzung, die auch der von mir sehr verehrte Willy Brandt mit dem Nachfolger Helmut Schmidt geführt hat, wo es ja insbesondere um die Aufrüstung ging. Teilen Sie meine Einschätzung, dass Willy Brandt insbesondere für die damalige Friedensbewegung eine sehr große Rolle gespielt hat, wo er sich nämlich explizit gegen die Aufrüstung stark gemacht hat, unter anderem mit Heinrich Böll und vielen anderen. Und deswegen dazu meine Frage, finden Sie deswegen nicht das, was meine Fraktionsvorsitzende eben zu Recht ausgeführt hat, dann doch historisch treffender als das, was Sie gerade entgegnet haben? Lieber Kollege, also ich weiß nicht, ob man es besser macht, wenn man jetzt noch einen anderen Äpfel- und Birnenvergleich hinzufügt. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen bedanke ich mich für die Zwischenfrage, aber ich glaube, dass sie mehr oder weniger sinnlos war. Schönen Dank. Ja, das glaube ich auch. Das ist auch mein Eindruck. Und jetzt.